Fuck you! Get pumped! Hallo Herzrock, das ist Samstag, die Sonne scheint von Müll und neben mir sitzen zwei extrem gut aussehende junge Herren, die mit einem Dritten im Bunde für ein Projekt stehen, und zwar das Projekt Viva Con Agua. Könnt ihr kurz erläutern, was dieses Projekt ist? Dieses Projekt kümmert sich hauptsächlich darum, Menschen, die keinen Zugang zum Wasser haben, eben diesen Zugang zu verschaffen. Das heißt, wir sammeln Spenden in Form von Pfandbechern. Das ist eine ganz einfache Spende für jeden. Bier austrinken und zu uns kommen, Becher in eine Tonne. Und von diesem Geld werden Brunnen gebaut unter anderem, aber es geht auch an Wash-Projekte, sogenannte. Das ist eine Abkürzung, steht für Wasser, Sanitär und Hygiene. Und da geht es auch einfach darum, dass die Menschen nicht nur Trinkwasser zur Verfügung gestellt bekommen, sondern es geht einfach um das simple Händewaschen. Nach dem Toilettengang zum Beispiel, weil selbst das ist in gewissen Ländern einfach nicht möglich. Wie sieht das aus? Wie kann man, oder wie sammelt ihr hier die Becher? Wo macht ihr das? Wir sitzen jetzt hier in der Interview-Lounge, wo sonst die Band sitzen, und jetzt seid ihr die Viva Con Agua Stars, die Becher sammeln. Wo macht ihr das hier genau? Also wir haben die Chance, an mehreren Positionen zu sein, das ist ganz cool. Also wir haben eine Tonne direkt vorm Eingang postiert, weil alle, die jetzt hier reinkommen, natürlich ihre Sachen draußen lassen sollen, ihre Becher und Flaschen und Dosen. Und da haben wir eine Tonne stehen, da kann man sehr gerne was reinschmeißen. Wir haben am Stand direkt bei uns, der ja direkt gegenüber von der Bühne ist, eine Mülltonne, auch das Wiedererkennungsmerkmal für Viva Con Agua. Überall, wo wir sind, bringen wir eine Mülltonne mit und da einfach Becher reinschmeißen. Wir wandern auch mal ganz gerne, nehmen die Mülltonne mit zur Bühne, schwenken unsere Fahne, immer da, wo die Fahne ist, da kann man seinen Becher gut loswerden. Das hört sich gut an. Wie gesagt, ihr tut was Gutes, wenn ihr nicht jeden Pfand immer direkt wieder zur Bude zurückbringt, sondern den zwei jungen Herren und dem dritten, der noch draußen ist, einfach die Becher in die Tonnen werft. Tut da was Gutes und ja, ihr könnt auch ein bisschen, ich glaube, ihr möchtet auch wahrscheinlich mehr Mitglieder haben, noch mehr Leute, die euch helfen. Sehr gerne. Starte einen Aufruf. Alles klar. Jeder kann was tun, das ist ganz einfach. Also wir haben uns auch zusammengeschlossen, einfach aus der Motivation heraus, was Gutes tun zu wollen. Das ist total einfach. Meldet euch bei uns. Wir haben diese Sache ins Leben gerufen, hier in unserer Umgebung. Wir heißen Viva Con Agua, supported by OWL. Man findet uns bei Facebook, einfach Viva Con Agua und OWL, dieses supported by vergisst man vielleicht, aber einfach OWL mit eingeben, dann kommt man auf unsere Seite, das ist überhaupt kein Problem. Dann tretet ihr mit uns beiden in Kontakt und wenn ihr Bock habt, was zu tun, kein Problem. Oder ihr kommt am besten gleich direkt zum Stand. Wir sind da. Und ihr merkt, die Jungs beißen nicht. Viva Con Agua OWL. Ich bedanke mich für die Infos und habt noch einen schönen Tag. Sammelt ordentlich Becher. Und ihr könnt helfen. Dankeschön. Ciao.